Hallo und Weidmanns Heil, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hunt, Cook & Grill. In dieser Folge gibt es Bärlauch Wildbratwurst und was wir dazu brauchen, das zeige ich euch jetzt, kommt mal her. Wir haben hier einmal Rehwild, ja, vom Zerwirken, was so ein bisschen übrig bleibt von der Rippendünung oder vom Blatt. Dann haben wir hier Rindfleisch, in dem Fall von der Rippe, ein etwas fettigeres Fleisch, was normalerweise dann ins Gehacktes geht. Das ist vom Biohof Brömmelsieg, also ich kann euch sagen, ein hervorragendes Fleisch. Schmeckt wirklich hervorragend. Im Verhältnis 60-40, also 60 oder 6 Teile Wildfleisch und 40 oder 4 Teile in dem Fall das Rind. Dann haben wir hier Bärlauch, ja, frisch gepflückt. Und wir haben Salz, ja, hier in dem Fall 18 Gramm pro Kilo und 5 Gramm Pfeffer pro Kilo. Also wir haben jetzt gut 2 Kilo, das heißt entsprechend die Menge, die müsstet ihr mit der höheren Mathematik ausrechnen, so wie der Ingo immer so schön sagt. Dann haben wir hier Parmesan, so ich sag mal pro Kilo eine gute Handvoll, frisch gerieben, ein bisschen gröber gerieben auf jeden Fall. Und wir haben hier Schafseitling, also wir nehmen jetzt nicht so ein dickes Wurstkaliber, sondern etwas feineres Wurstkaliber und das wird hinterher perfekt. Außerdem haben wir einen Fleischwolf, den braucht ihr und natürlich einen Wurstfüller. Und nicht zu vergessen, eine große Schüssel. Und jetzt starten wir erstmal mit dem Wolfen vom Fleisch. Bevor ihr mit dem Wolfen anfangt, gebt ihr das Fleisch irgendwie in eine größere Schüssel. Wir machen heute nur eine kleine Menge, weil ich verrate euch am Ende auch einen Trick, wie ihr Bärlauchbratwurst das ganze Jahr über genießen könnt. Aber das kommt am Ende. Meine Kamerafrau muss mich daran erinnern. Dann kommen die Gewürze dazu. Also in dem Fall Salz. Und der Pfeffer. Und ganz wichtig, der Parmesankäse. Auch den geben wir vorm Wolfen schon dazu, damit er wirklich gut in das Brät reingeht, als eine homogene Masse das Ganze wird. Und jetzt rühren wir das Ganze bzw. mengen das Ganze einmal durch. Dass sich die Gewürze gut verteilen. Das Hack ist jetzt einmal fertig. Wir haben das einmal durchgewolft. Wie gesagt, erinnert euch, Parmesan ist schon drin und Salz und Pfeffer. Und jetzt müssen wir das gleich, bevor der Bärlauch da reingeht, das Ganze einmal gut durchkneten. Und wie gesagt, der Tipp, wie aus den letzten Folgen, ich verlinke euch die gleich mal da oben. Ja. Ich habe ja schon die ein oder andere Bratwurst gemacht. Ist, dass ihr das Fleisch immer ein bisschen angefroren lasst. Das merkt man jetzt auch an den Fingern. Die sind mir jetzt schon kalt, weil das wirklich noch kühl ist. Wenn der Bärlauch jetzt einmal grob durchgehackt ist, dann schmeißt ihr den ganz herzlos einfach hier auf euer Brät. Und jetzt nicht erschrecken, wenn das so viel aussieht. Das soll ja eine Bärlauchwurst werden. Und zwar eine richtige Bärlauchwurst. Und alles andere wäre eine homöopathische Bärlauchwurst. Und jetzt? Der Wurstfüller ist jetzt durchgeladen und entsichert. Und wir können jetzt direkt mit dem Füllen beginnen. Und da ich beim Füllen jede Hand brauche, stelle ich die Kamera jetzt da in die Ecke rein. Und dann wollen wir mal gucken, wie schnell wir die Wurst im Darm haben. So, wenn die Wurst abgefüllt ist und in den Darm, im Darm ist, dann nur noch mit ganz viel Liebe abdrehen. So, guck mal hier. Wir machen jetzt nicht so Riesenwürste, sondern wir machen so kleine. Also ein bisschen größer als so eine Nürnberger. Und wir werden gleich auch mal so eine kleine Bratprobe machen, damit ihr auch seht, was wir so Feines machen. Eignen sich super als Vorspeise oder für mein neues Rezept, das verrate ich euch nicht, das kommt demnächst für meinen Hotbock. Was das ist, was es damit auf sich hat, das seht ihr in einer Folge irgendwann demnächst. Wenn ihr die Würstchen jetzt mit ganz viel Liebe abgedreht habt, dann müsst ihr die noch einmal hier abtrennen. Ganz wichtig ist beim Braten, dass sie wenig Hitze bekommen
Und jetzt machen wir das mal, wir probieren das mal. Ich würde sagen, hervorragend. Kamerafrau. Also man schmeckt den Bärlauch, den Parmesan. Sensationell. Ich kann das auch schön sehen. Der Bärlauch ist noch schön grün. Wenn ihr den zu heiß bratet, dann wird er halt grau. Aber der Geschmack ist wirklich super. Auch nur mit Salz, Pfeffer gewürzt. Der Parmesan kommt leicht durch. Ja. Das hier ist jetzt das Ergebnis unserer kleinen Wurstaktion. Ich habe jetzt nur noch große Beutel da. Ich muss unbedingt kleine Beutel wieder bestellen. Ihr könnt dann diesen großen Beutel einfach nehmen und immer so Fünfer-Trupps hier einvakuumieren. Und dann habt ihr immer für ja, zwischendurch oder wenn mal wieder Besuch kommen darf, ein paar Würstchen da und ein paar leckere Bärlauchwürstchen. Wenn ihr das ganze Jahr nicht auf den Bärlauchgeschmack verzichten wollt, weil Bärlauch schmeckt wirklich super, passt zu Rehrücken oder einfach nur als Brotaufstrich mit ein bisschen Gemüse aufs Butterbrot, dann macht ihr euch einfach ein schönes Bärlauchpesto. Ich habe jetzt hier Bärlauch, Cashewkerne, Parmesan, ein bisschen Salz und neutrales Pflanzenöl im Mixer einfach einmal durchgemixt und dann friert das Ganze ein, denn eingefroren bleibt es schön grün und der Geschmack bleibt erhalten. Es fängt nicht an irgendwie zu gären oder umzukippen und so habt ihr das ganze Jahr über leckeres Bärlauchpesto. Ich schnapp mir jetzt das letzte Würstchen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, einen freundlichen Kommentar, vielleicht so ein Abo. Macht's gut und Weidmanns Heil. Super lecker. Müsst ihr unbedingt nachmachen.